Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den das 19, immer das 19 Survivor. Und ja, wir legen mal los hier. Boah. So, Tür abschließen. Boah. 6 Uhr. Naja. Nützt ja nichts. Maschinen sind noch nicht da. Aber Maschinen wurden bestellt am gestrigen Tag. Ich hoffe nur, dass das Geld reicht. So, ich wollte jetzt aber nochmal zu meinen Nachbarn hier rüber gehen. Die anderen Landwirte und mir Leute mal hier kennenlernen, damit man sich auch mal einen Namen macht, ne? Hier. Schauen wir mal, was da hinten los so ist, ne? Ah, der hat schon echt viele Kühe hier am Start. Finde ich toll. So. Rauscht doch jemand im Kuhstall rum, oder? Ja. Hallo? Moin. Moin. Ich wollte mich kaufe nix. Nee, ich wollte doch nichts kaufen. Ich wollte mich nur mal vorstellen. Hey. Ich bin neu hier in der Stadt. Ich bin der Damien Davis. Wo kommst du denn her? Was hast du für einen Name? Ich komme eigentlich aus Nordrhein-Westfalen. Ne? Schönes Städtchen in der Nähe von Köln. Warum rennst du jetzt so durch meinen Stall? Ich wollte nur mal Hallo sagen. Habt ihr gesehen, dass du da rumrennst? Ich dachte, ich gehe mal rein, sag mal Hallo. Ich finde das nicht so gut, wenn jeder rein und raus rennt. Okay. Entschuldigung. Ja. Ja, was machst du hier? Ich habe hinten den alten Hof vom Herrn Streber gekauft und ja, der ist ja hier in der Nähe und ich dachte, ich stell mich mal so vor, damit du weißt, wer ich bin, ne? Ist ja quasi mein Nachbar. Genau. Oh. Eins kann ich dir jetzt schon sagen. Ja, was denn? Deinen Feldern, pass auf mit deinem Gift, was du gegen Unkraut spritzt, weht das auf meine Felder, die mir beide Schwierigkeiten miteinander. Grenzen denn deine Felder an meine? Weiß ich nicht. Wenn das so ist, ich hab's dir nur gesagt. Okay. Da bin ich nämlich sehr eigen mit. Kann ich mir gut vorstellen. Sowas muss ja auch nicht sein, ne? Nee. Hast du einen schlechten Tag? Ist doch ein bisschen Morgenmuffel oder alles gut soweit? Wieso? Du kommst mir so ein bisschen grantig rüber. Das sagen viele, aber das muss so sein. Das muss so sein, okay. Ja. Ich bin immer ein bisschen skeptisch mit neuen Leuten. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Kann ich mir gut vorstellen. Man sollte auch nicht jedem vertrauen in der heutigen Welt, ne? Nee, da haben wir schon einige gehabt. Die ist noch gar nicht so lange her. Da streunt hier auch so einer rum. Angeblich auch neu hier in der Gegend. Okay. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber. Vielleicht der Herr Schäves? Ja, der hat irgendwie mal ein paar Bäume bei mir geschnitten. Ah, ja, dann war das der Herr Schäves, glaube ich. Ja, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein mit so Bengels hier. Ja, das ist wohl wahr. Wie alt sind Sie denn, wenn ich fragen darf? Moment, mein Telefon. Ja. Elmer? Hallo?
Ja, Elmann hier, hallo. Oh, ich wollte den Damien anrufen. Wer ist Da habe ich mich das? verwirrt, Entschuldigung. Ja. Ist der zufällig? Haben Sie den gesehen? Hier steht einer vor mir, ich weiß nicht, der hat sich gerade vorgestellt, den Namen kann ich mir gar nicht merken. Vielleicht ist er das. War Heißt mein er Kind. Davis? Irgendwas mit Davis oder Damien? Ja, irgendwie hat er was erzählt. Irgendwie so ein komischer Name, klingt, als wenn er gar nicht von hier ist, von dieser Welt. Vielleicht kann ich den mal ganz kurz bekommen. Ja, ich gebe den mal rüber, aber ich kriege mein Handy nicht wieder gleich. Dann, ja, das, nee, alles, Ja. alles gut. Moment. Hallo? Ja? Ja, hallo? Hallo, hier ist Landwehr, Cheve. Ja, moin, wie geht's? Ja, gut, ich habe mal eine Frage. Du, mir Ja. ist gerade so wieder in den Sinn gekommen, du hast erzählt, dass du mit Schweinen bei dir auf dem Hof, dass du Schweine halten möchtest. Ja. Ach du grüne Neune, alles voll und raus. Dass du Schweine halten möchtest. Ja, das ist Und richtig. da habe ich mir gerade die Frage gestellt, ich ernte gerade Rüben. Ach echt? Ja. Ich habe hier zwei Felder und die sind beide erntereif und ja, auf dem einen Feld sind Rüben. Das kommt gerade sehr, sehr gut, um ehrlich zu sein. Da wäre jetzt meine Frage, ob wir vielleicht ins Geschäft kommen könnten, ob ich dir da ein paar Rüben liefern könnte, du die Das, kaufen möchtest. ja, sehr Also wenn du gerne sogar. Interesse hast, kann ich dir da was vorbeibringen oder du die abholen, wie du willst. Ja, das sehr, sehr gut. In dem momentanen Status würde ich sagen, ob du mir vorbeibringen könntest. Ich habe gerade erst die Bestellung abgegeben. Dauert noch was, bis die Maschinen da sind. Das ist kein Problem, ja. Aber mein Lager habe ich schon. Da könnte ich direkt da schon mal was rein. Ja, wenn du was hast, sag mal ruhig Bescheid. Wenn du so, weiß ich nicht, erstmal einen Anhänger voll. Ich weiß nicht, was für Anhänger hast du denn? So, was passt da rein? 12.000 Liter passen da rein in den Anhänger. Ja. Ich habe aber noch einen LKW. Also ich würde Also einen dann. LKW von dran. Okay, ich würde glaube ich dann erstmal die 12.000 Liter nehmen. Also erstmal einen Anhänger, ja? Ja, genau. Ich habe ja noch kleine Okay. Schweine, ich muss mal gucken, wie das läuft. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch ein bisschen neu. Ja. Im Gewerbe, ich kenne mich jetzt auch mit den Preisen da nicht so gut aus. Ich würde einfach mal 350 für die 1000 Liter vorschlagen, weil ich muss ja auch das LU noch bezahlen zum Ernten. Weiß nicht, ob das okay wäre. Das wären 3500, das wären 4200 für den Okay. Anhänger. Ja, machen wir so. Okay, Machen wir erstmal so. gut. Ich bin auch ganz ehrlich, ich weiß auch nicht so genau, ob das alles so passt. Ich sage jetzt erstmal ja. Ne? Ja. Man muss die ersten Schritte mal so machen, also Ja, im ich kann ja auch Interesse. beim LU nochmal fragen, Ja. was da so die üblichen Handelspreise sind. Ja, machen wir aber erstmal so. Ist überhaupt kein Problem. Das ist sehr lieb, dass du dich da Gut. meldest. Jo, alles Alles klar. klar, Chives. Weißt du zufällig, ob es noch einen gibt, der Schweine hat? Oh, das weiß ich nicht. Ich bin gerade dabei, die Höfe mal so abzuklappern. Aber hier Ja. der Griesgram. Der hat Ja, der Kühe. Ellmann, oder? Ja, der Elmar, ja. Ja, der muss aufpassen, der zahlt nur 50er die Stunde. Echt jetzt? Ja, also zu mir hat er gesagt, 50er Stundenlohn. Da habe ich ihn gefragt, nicht ein bisschen wenig. Da hat er gesagt, nee, das war schon immer so und das bleibt auch so. Da habe ich gedacht, oh, okay. Der hat mich gerade schon zusammengekackt, wenn ich spritze und irgendwas kommt auf seinen Feldern, dann macht er mich alle. Ja, er muss aufpassen. Der ist ein bisschen Griesgram, aber ist eigentlich ein ganz netter und sehr fair. Okay. Also, zu mir war er sehr fair. Ja, schauen wir mal. Ich habe gerade ein Okay. paar Sätze gemeldet. Na? Okay, gut. Dankeschön, hä? Ja, alles klar. Wir hören Tschüssi. uns. Tschüss. Ciao. So, Emma, mach's gut, ne? Bleib mein Handy her, War ein kleiner Freundchen. Spaß hier. Ja, das ist aber kein Spaß mehr, mein Freund. Warum das Fangen wir denn? nicht so an, dann werden wir beide nie Freunde. Okay, Entschuldigung. Gut. So. Ja. Du weißt, wo du mich. Was hast du denn hier? Zeig doch mal hier ein bisschen dein Höfchen rum. Ich zeig das nicht gerne, aber Warum nicht? ich hab nicht Boah, viel. was hast du denn da hinten in der Kuppel da? Was ist das? Was? Da hinten. Deine Biogasanlage. Du hast eine kleine Biogasanlage? Klar. Was kommt da alles rein? Nur Silage oder auch noch was anderes? Ja, eigentlich nur Silage. Aha. Kaufst du auch Silage an? 50 Pfennig. Was, 50 Pfennig? Gebe ich dir dafür. Pro Liter oder was? 2000 Liter. Ja, 50 Pfennig, die Zeit ist leider vorbei, ne? Das war früher so und das ist heute auch noch so. Okay. Ja, gut. Was hast du noch? Biogasanlage und sonst? Meine Kühe. Naja, das sind schon richtige Frachtkühe, so wie ich das sehe. Ah, guck dir mal die Euter an, den dicken. Das sehe ich dir. Boah, die spritzen ja schon beim Hingucken. Ja, so soll das sein. Wie viel Liter geben die am Tag? 30 oder 40 Liter? Die? Ja. Die geben auch locker 50. Ja?
Die habe ich von Hand aufgezogen. Weißt du, wie alt die Tiere sind? Nee. Die sind genauso alt wie ich. Also 50 Liter am Tag ist schon eine Hausnummer, du. Ja. Sind noch von früher die Kühe. Früher haben sie leider nicht so viel Milch abgegeben, aber. Hier, Hochdruckreiniger habe ich auch. Oh, das ist aber schick, du. Bist du? Hier. Mein geiler Trecker hier, ne? Oh, ja, das ist ein Prachtstück, du. Muckstück. Fährt Favorite. keiner mit. Ja, so ein bisschen habe ich hier noch stehen, siehst du hier. Also einen kleinen Case habe ich noch, einen kleinen LKW, Oh kleine ja. Sämaschine. Aber nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Einen Fendt habe ich noch mit dem Schmetterlingsmähwerk. Okay. Ja. Oho. Aber du machst nur Kühe, ne? Nichts anderes oder was? Kühe und Getreide, mehr Ja. mache ich nicht. Da habe ich alleine genug Arbeit mit. Okay. Und die BGA, da mal, nimmst du gar nicht in Betrieb oder wie? Die kleine. Doch, die läuft auch. Wenn du mal was Achso. hast, melde dich einfach. Ja, würde ich auf jeden Fall mal tun, weil ich wollte mir auf jeden Fall eine Wiese, habe ich ja gekauft. Ja, weiß ich Bescheid. Aber da bin ich ja der einzige Schweinebauer hier bis jetzt von den Nachbarn. Ich weiß auf jeden Fall von dem anderen Herrn, von dem Herr Bosbach, dass der auch Kühe macht. Weiß, dass du Schweine machst. Was mal? Ich weiß, dass du Schweine hast. Woher weißt du das? Das riecht man. Ja gut, das ist leider ein Laster, was man damit hat, das ist wohl wahr. Deswegen habe ich Kühe. Ja. Na gut, ich halte dich, behalte dich im Auge. Ach so, Wer okay. mal meine Genossen hier fragen im Ort, was hier so los ist, Ja. wenn du dich benimmst, können wir gerne mal hier und da ins Geschäft kommen. Ja, sehr gerne. Also, ich bin eigentlich ein friedfertiger Mensch. Will ich hoffen für dich. Okay. Hast du unseren Herrn Lanzel schon kennengelernt? Herr Lanzel. Ja, habe ich. Der hatte ich bestimmt schon im Visier. Das ist richtig, ja. Also, gib dir nur einen Tipp, reiß dich zusammen. Ja, ich reiß mich auch zusammen. Ja, alles gut hier. Na gut, so, ich muss arbeiten. Ja, und ich muss auch mal langsam los. Gut. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Junge, Junge, Junge. Sind ja alle echt aggressiv hier. Der Polizist. Also, war bis jetzt am nettesten. So. Jetzt würde ich mal sagen. Stimmt, gibt es denn hier noch keinen anderen Schweinebauer? Die Tankstelle. Schauen wir mal. Schicker Mais, der hier drauf ist, du. Ganz, ganz schicker Mais. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum ich lasse ich mir nicht die Maschinen liefern, warum dauert das so lange? Eigentlich wollte ich euch nur zeigen, wer alles so hier in dem Projekt gibt und wer hier existiert, damit ihr auch Bescheid wisst und sowas. Und ich dachte, das kommt einfach auch für euch gut und interessant an. Wir haben jetzt schon so viele kennengelernt in der ja. Ich bereue es irgendwie, dass ich keinen Deutsch genommen habe. Schauen wir mal, was hier los ist.
Ja, grüß dich, guten Morgen. Grüß, moin. Na, alles gut? Ja, freilich. Ich wollte mal hier vorbeischauen, guck mal, was du hier so machst. Ja, ich habe jetzt gerade Sägewerk gut gemacht, damit wir ein paar Lehnen machen können und ein paar Wolken. Ja. Oh ja, ich sehe es gerade, das läuft ja schon. Ja, ja, war ja schon im Holz und hab das letzte Mal ein paar Bäume rausgeholt. Okay. Das ist ja... Oh, das riecht ja noch richtig frisch hier, das Holz. Ja, ja. Oh, gute ja. Sägeleben, wenn das riecht. Okay. Und wie viele Paletten machst du so am Tag? Ja, wenn ich mir richtig neige, dann kommen wir schon so 10 zusammen oder mehr. Also. Okay. Aber das ist halt immer, da ich allein bin, ich kann ja bloß einmal im Wald fahren, einmal ein bisschen Holz holen und dann, ja. Dann kann ich es mal wieder laufen lassen. Nicht schlecht. Ja, und aus den Brädern kann ich dann auch noch Paletten machen. Also. Ach echt? Ja, Kim Schmidt, dann zeig ich's dir. Ja, zeig mal, sehr gerne. Ja, halt ein paar alte Maschinen haben wir halt noch. Ah ja, da zum Beispiel, da kommt dann Hackschnitzel raus. Ja. Da kommt Rindenmulch raus, zum Beispiel für den Garten, kannst du Eis dran. Echt? Tatsache. Ah, das sieht aber mehr aus wie Pinienrinde, oder meine ich das nur? Ja, eigentlich das, was wir jetzt voll geschnitten haben, das war eigentlich Fichten gerade. Also, ah, okay, okay. Weil Fichten ist halt ein schönes Graz Holz und das eignet sich gut zum Bauen. Ist zwar Weichholz, aber mit dem kannst du gut arbeiten. Okay. Ja, da wird es halt eingefüllt, das Holz. Da können wir halt Balken drauf. Ja. Und dann werden es halt automatisch vorne gesägt, entrindet und dann Balken und Bräder geschnitten. Ah, oh, nice. Sieht hoch interessant aus. Ja, das hat ja ein paar Mark gekostet. Ja, das glaube ich wohl. Also. Günstig sieht das Schauspiel hier nicht aus. Ja. Okay, und was hast du sonst noch? Was ist da hinten drin halt? Kim Schmidt. Ja. Also da können wir Paletten machen. Da können wir dort Bräder rein. Mhm. Oh, da schmeißen wir dort Bräder rein. Ja. Und dann wird es halt da dann nochmal geschliffen, gesägt und dann können wir es dann hinten raus. Warte, Kim Schmidt. Sind das denn richtige Euro-Paletten oder sind das so Einwegpaletten? Na, das sind Europaletten. Oh. Siehst du ja da mal. Oh, da ja, ich seh's. Ja, da ein bisschen Ausschussflacken. Aha. Oh ja. Das sind ja richtige Europaletten. Ja, hast recht. Ja. Nicht schlecht. Ja, müssen ja ein bisschen was machen. Ja. Oh, und was ist das hier? Da werden die Balken. Da habe ich schon 2 gelegt. Mal warten, bis ein bisschen mehr rauskommt. Was? So große Dinger kommen da raus, oder was? Ja, die kommen hinten aus dem Sägewerk raus. Boah. Ach sind so. Rechts. Die kommen dann hier drauf, oder was? Genau, die können wir dann auf. Ja. Und dann werden die gewickelt. Was ist das denn? Ja, da kommt der Folie rum. Da wie da. Ach, da siehst du das. Ja. Dass es dann verschicken kann. Wenn es halt aus dem Ort rausgeht. Ja. Damit es halt trocken bleibt, weil sonst verzirkt es. Ich verstehe. Das ist ja nicht schlecht. Ja, und da kann ich meine Hackschnitzel reinschmeißen. Wo? Ah, hier. Da. Und dann? Ja, dann habe ich ein bisschen Strom für mich. Ah! Das ist interessant. Das ist gerade in der Wartung. Warte. Ja. Okay. Aber die werden wir demnächst wahrscheinlich einmal anschmeißen. Weil aktuell tue ich meine Hackschnitzel nur ins Heizkraftwerk liefern. Das ist da, wenn ich die Straße entlang fahre, also jetzt, wenn ich jetzt nicht zum Händler fasst, sondern in die andere Richtung, wenn bei mir vom Hof runterfasst. Ja. Und dann kommst du zum Heizkraftwerk. Ah. Okay. Boah, das ist aber übelst interessant. Also das gefällt mir hier, sehr gut. Das ist ja der Haufen Arbeit. Wenn du mal Hilfe brauchst und ich habe Zeit, dann würde ich dir gerne helfen. Ja, das wäre super, weil jetzt müsste ich wahrscheinlich demnächst einmal aus dem Wald ein paar Käferbäume rausschmeißen, die wir dann hacken müssen. Ja. Boah, also, wie gesagt, wenn du nochmal Hilfe brauchst, kannst du ruhig Bescheid geben. Also komm gerne vorbei und helfen ein bisschen. Dann werde ich mir reden bei dir. Ja. Hier hast du mal meine Karte, dann hast du auch meine Nummer. Danke. Ah, warte, da kriegst du meine damit der Nummer auch. Jo, damit schön. Nicht gleich, wenn ich anrufe, da unbekannt draufsteht. Ja, ich verstehe, ja. Ja, ist eigentlich schon eine coole Sache hier. Ja, und hast du schon gut eingelebt? Ja, ich habe hier schon einige kennengelernt. Ich war bei dem Polizisten, der ist natürlich...
Der Lanzl, der eure Hundgrippe da, das ist ja, den suche ich sowieso, den habe ich heute noch gar nicht gesehen, weil der schon wieder seinen Unimog im Wald eingestellt hat. Okay. Der soll seinen Kratten woanders packen, aber nicht im Wald. Ja, ich habe ein bisschen Angst vor dem, der hat mich glaube ich auf dem Kika oder so. Ja, der ist halt immer ein bisschen skeptisch gegen zu groß, der am Anfang, aber der wird schon. Okay. Der ist eigentlich ganz in Ordnung. Musst du nicht einmal zum Weißwurstfrühstück einladen oder bringst du einmal Chili-Leberkast, dann ist der echt glücklich. Echt jetzt? Ja. Das werde ich dann wohl mal tun. Ja, ich weiß auch nicht, ich habe ihm nichts getan, aber er kam zu mir dann auf den Hof und hat mich erstmal vom Hof verjagt. Das wäre der Hof von seinen Kollegen und ich sagte, ich hatte den gekauft, er wollte davon gar nichts hören. Hat er mich einfach runtergejagt. Ja, die waren recht gute Freunde. Und das ist, dann hast du das Problem, weißt du, dann ist er verstorben und das ja, wäre halt ein bisschen verdrängt und da ist ein bisschen empfindlich, wenn es das geht. Ja gut, kann ich auch vorstellen, vor allen Dingen, wenn das dann beste Freunde waren und jemand anders übernimmt den Hof auf einmal, da hängen da auch ein bisschen Emotionen dran. Wahrscheinlich haben die da auch einiges erlebt am Hof, also ich bin auch nicht sauer drüber, ich verstehe das schon, das ist nur menschlich. Aber bringst du mal was zum Essen, am besten wirklich ein Chili-Leberkäse und dann ist der echt glücklich. Ja, dann werde ich das auf jeden Fall mal tun. Aber wichtig ist, es muss ein Chili sein, kein Kaskas und kein normaler, weil sonst wäre er grantig. Okay. Also, oder Weißwürst, aber dann muss vor Eufe sein, gell? Ja. Ja, weiß ich Bescheid, werde ich das auf jeden Fall mal tun. Vielleicht wird dann der Start ein bisschen besser zwischen uns. Ja, glaube ich schon. Aber echt schönes Fleckchen hier, weiß ich Bescheid erstmal. Ja, ich habe halt meine Ruhe da herum. Ja, also wie gesagt, wenn du mal Arbeit brauchst und so, ne, sagst du Bescheid. Ja, dann drehe ich mich bei dir. Wenn du Hilfe brauchst, ja. Alles klar, Herr Obermeier. Jo, also dann. Ich wünsche dir was, ne? Jo. Alles klar. Also dann, servus. Tschüss. So, meine lieben Freunde, das war der Herr Obermeier. Und leider sind heute nicht mehr da. In der nächsten Folge bin ich bei jemand anderem, aber lasst euch überraschen. Und in dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge beim Tino vorbeischauen. Haut rein.